damit keine Verwechslungen entstehen, 3 Schachteln schwer Verwundete und 2 Schachteln Fallende, auch Kavallerie, bitte. Nicht nur Infanterie und dass ich sie nur übermorgen früh im Haus hab, sonst weint der Bubi. Ganz und gar, gnädige Frau. Gnädige Frau, wir sind hier die erste und älteste Puppenklinik im ganzen Bezirk. Gnädige Frau, bekommen die gewünschten Zinssoldaten garantiert und pünktlich! Rhythmische Gymnastik studieren. Und dann habe ich vom eigenen Institut geträumt. Aber meine Verwandtschaft hat keinen Sinn für so etwas. Papa sagt immer, die finanzielle Unabhängigkeit der Frau von Mann ist der letzte Schritt zum Bolschewismus.
Ich bin kein Politiker, aber glauben Sie mir, auch die finanzielle Abhängigkeit des Mannes von der Frau führt zu nichts Gutem. Das sind halt so Naturgesetze. Das glaube ich nicht. Fotografiert er gern, der Herr Bräutigam? Na, leidenschaftlich. Kennt schon seit 8 Jahren. Wie alt waren Sie denn damals? Pardon, das war jetzt nur so eine automatische Reaktion. 14? Ja, er ist ein Jugendfreund von mir, weil wir Nachbarskinder sind. Pardon! Darf ich bitten? Meine lieben Freunde, zu guter Letzt war es ja schon ein öffentliches Geheimnis, dass meine liebe Tochter Marianne einen Blick auf meinen lieben Oskar geworfen hat. Hoch auf das glückliche, nunmehr hiermit offiziell Verlobte, das junge Paar Oskar und Marianne, es lebe! Hoch! 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 Ich gratuliere! Danke. Er beneidet mich um dich. Ein geschmackloser Mensch. Wer ist denn das überhaupt? Ein Kunde. Und dann? Er hat sich ein Gesellschaftsspiel gekauft. Und was soll das Pfand in meiner Hand? Dann hätte ich schon weg. Wir gehen alle baden. Hinein in die kühle Flut. Ich bin eh schon wieder gesetzt. Nichts.
Ich meine, so wie du solltest. Ich meine, ob du mich auch vernünftig liebst. Vernünftig? Ich meine, ob du keine Unüberlegtheiten machen wirst, denn dafür könnte ich keine Verantwortung übernehmen. Oh Mann, rümmel doch nicht. Schau, die Sterne. Sie werden noch droben hängen, wenn sie unten liegen. Ich lass mich verbrennen. Ich auch. Oh, wie der Blitz hat mich eingeschränkt. Umgespalten. Jetzt weiß ich's aber ganz genau. Was? Dass ich sie nicht heiraten werde. Marianne. Was hast du denn? Ich hab kein Geld. Warum sprichst du jetzt davon? Weil es meine primitivste Pflicht ist. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Verlobung zerstört. Und zwar prinzipiell. Lieben ja, aber dadurch zwei Menschen auseinanderbringen, nein, dazu fehlt mir das moralische Recht. Prinzipiell. Komm, ich passe nicht zu Oskar. Basta!
Test 7 mehr im 18. Bezirk aus erst preiswert. 7 Uhr morgens. Der Ecke ein alter Kinderwagen. Der Tag ist grau und das Licht trüb. Du hast mal gesagt, ich sei ein Engel. Ich hab gleich gesagt, ich kein Engel. Ich wünsche es, Menschenkind bin, ohne Ambition. Aber du, das hat ein kalter Verstand. War das, dass ich kein verstandenes Mensch bin? Oh. Ich müsste mir die Haare schneiden lassen. Ich auch. Miranda, warum bist du schon so früh auf? Weil ich nicht schlafen kann. Fühlst du dich nicht gut in deiner Haut? Du vielleicht? Wer hat mir denn den Rentenplatz verleidet? Seit einem geschlagenen Jahr habe ich keinen Buchmacher mehr gesprochen, geschweige denn einen Fachmann. Und warum nicht? Weil ich ausgerechnet eine Hautcreme verschleiße, die keiner kauft, weil sie miserabel ist. Nimm nur die Leute in Schutz. Als ob ich was für die wirtschaftliche Krise könnte. Oh, die egozentrische Person. Wer hat mir denn den irrsinnigen Rat gegeben, als Kosmetikagent herumzurennen? Du. Stecken da meine Sockenhalter. Dort. Nein. Dann auf dem Nachtkasten. Nein. Dann weiß ich nicht. Du hast das aber zu wissen. Alfred, nicht so laut. Wenn das Kind aufwacht, kenne ich mich wieder nicht aus vor lauter Geschrei. Also das mit dem Kind muss auch anders werden. Wir können doch nicht drei Seelen hoch in diesem Loch vegetieren. Das Kind kommt weg. Das Kind bleibt da. Das Kind kommt weg. Nein, nie. Weißt du, was das heute für ein Datum ist? Nein. Heute ist der 12. Was willst du damit sagen? Dass das ein Gedenktag ist. Vor einem Jahr habe ich dich zum ersten Mal getroffen. In unserer Auslage. In was für einer Auslage? Ich habe das Skelett arrangiert. Und du hast in die Auslage geklopft. Und da habe ich die Rollos runtergelassen. Weil mir plötzlich unheimlich geworden ist. Stimmt. Ich war damals viel allein. So flenn doch nicht schon wieder. Ich verstehe dich ja hundertprozentig mit deinem mütterlichen Egoismus.
Aber es ist doch nur im Interesse unseres Kindes, dass es aus diesem feuchten Loch herauskommt. Hier ist es grau und trüb und draußen bei meiner Mutter in der Wachau scheint die Sonne. Das schon. Also. Über uns webt das Schicksal Noten in unser Leben. Was hast du jetzt gesagt? Wieso? Du hast gesagt, dummes Kalb. Aber was? Du sollst mich nicht immer beschimpfen. Lüg nicht. Liebes Kind, es gibt irgendetwas, was dich aus tiefster See heraus hast. Und das ist die Dummheit. Und du spielst dich rum, manchmal Penetrantum. Verstehst gar nicht, warum du so dumm bist. Du hast es doch schon gar nicht nötig, dass du so dumm bist. Du hast mal gesagt, dass ich dich erhöhe. In seelischer Hinsicht. Das habe ich nie gesagt, das kann ich gar nicht gesagt haben. Und wenn, dann habe ich mich getäuscht. Alfred! Ich verlasse und denk doch an das Kind! Ciao, Frank. Du siehst Gespenster. Alfred! Ändert sich alles, vergessen hast. Quatsch. Mein Zeuge, dass ich nie ein Kind habe haben wollen. Das hat nur sie haben wollen. Und dann ist es halt plötzlich so von allein gekommen. Er wollte doch keine Nachkommen. Die Zeiten immer schlechter werden. Und zwar voraussichtlich unabsehbar. Aber ich... Ich wollte es ja gleich Tante Peter wegmachen lassen. Aber sie hat sich schon direkt von nach der Stange gesträubt. Und ich habe schon sehr energische Sachen auf sie müssen. Abtreiben wollen. Jedes Mal, wenn es mich anschaut. Bis ich es endlich so weit gehabt habe, dass sie sich der Prozedur unterzieht? Nur ihm zuliebe habe ich mich dieser Prozedur unterzogen. Kannst du dir das Affentheater vorstellen? Ich bin halt ein weicher Mensch und sie hat an meine Jugendideale appelliert. Zuerst war ja eine gewisse normale Leidenschaftlichkeit dabei. Wenn es einen lieben Gott gibt, was hast du mit mir vor, lieber Gott? Und dann, wie der ursprüngliche Reiz weg war, kam das Mitleid bei mir. Sie ist halt so ein Typ, bei dem der richtige Mann mütterlich wird. Das ist kein Leben, was sich lohnt, gelebt zu sein. Gott, was bin ich? Ein Ding? Obwohl sie manchmal schon ein boshaftes Luder ist. In meiner Seele, ich glaube, ich bin ihr hörig. Ein Ding eben. Kein Mensch. Lieber Gott, ich bin im 8. Bezirk geboren. Ich habe die Bürgerschule besucht. Ich bin ein schlechter Mensch. Hörst du mich? Eine kostspielige Prozedur war das meiner Seele. Dann war es doch nur für die Katze. Pech muss der Mensch haben und das genügt. Hörst du mich? Über die Vergangenheit zu plauschen hat keinen Sinn. Hilf mir lieber, dass ich möglichst schmerzlos für alle Teile aus dieser unglückseligen Bindung herauskomme. Hörst du mich, lieber Gott? Was hast du mit mir vor?